Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch den zweiten Teil von Thomas Plumps Kriminalhörspiel Blaues Herz mitgebracht. Das erste Teil oder den ersten Teil des Hörspiels habe ich euch bereits im November vorgestellt und seit letztem Freitag, also seit dem 25.3. Seit dem 25.03.2022 ist auch die Fortsetzung im Handel. Sie trägt den Titel ha, Blaues Herz Teil 2. Ja, da hat man sich jetzt nicht wirklich, das ist ja auch Unsinn, was will man sich denn da einfallen? Also soll es anders heißen, so ist grünes Herz, gefrorenes Herz, weißes Herz? Nein, es ist Blaues Herz Teil 2. So, und wenn ihr die jetzt im Laden stehen seht, dann müsst ihr aufpassen, die sind sich nämlich sehr ähnlich. In der Farbgebung unterscheiden sie sich ein kleines bisschen, hinten drauf ebenfalls. Ja, alles sehr gleich, aber warum auch nicht? Ich meine, das Cover fand ich ja damals schon ziemlich cool und das ist jetzt hier immer noch ziemlich cool. Was hätte man da groß anders machen sollen? Hätte man, so weiß man auch direkt, was es ist, man muss nicht lang suchen, ist schon ganz cool. So, wichtig ist hier unten, ja, das ist jetzt Teil 1, da steht es drauf. Das stellen wir jetzt mal wieder hier oben hin, weil da habe ich ja schon drüber gesprochen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das Video mit der Rezension zu Teil 1 im Anschluss an dieses Video. So, dann haben wir hier jetzt Teil 2, da steht's, Blaues Herz Teil 2. Und ja, da geht es quasi direkt weiter. So, ganz wichtig, ich werde jetzt in diesem Video nach Möglichkeit nicht spoilern, damit ihr dieses Hörspiel komplett unvoreingenommen hören könnt. Ich werde lediglich sagen, wie es mir gefällt, was euch da erwartet, aber ich werde die Handlung nicht vorwegnehmen. Was ich allerdings mache, ich werde auf die Handlung von Teil 1 eingehen, weil darauf baut es ja auf und es ist absolut unmöglich, euch zu sagen, was hier passiert, wenn ihr gar nicht wisst, was da passiert. Aber auch hier werde ich darauf verzichten zu spoilern. Also ich werde jedenfalls nicht spoilern, was nicht schon im Trailer oder in meinem letzten Video ersichtlich gewesen wäre. So, also um was geht es? Der ehemalige Kriminalkommissar, den Namen habe ich jetzt leider ich kann das auch, wende das mal, das ist etwas, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich hier jetzt wirklich schon mal am Anfang sagen möchte, man kann hier hinten drauf nicht wirklich gut lesen. Da, die Inhaltsangabe schon, aber hier unten die Credits, das ist, ja, das ist von der Farbgebung nicht ganz optimal. So. Hans Berg, der ehemalige Kriminalkommissar Hans Berg, der, ach wisst ihr was, ich lese es euch einfach vor. Hans Berg, gesprochen von Ekehard Belle, ein pensionierter Kommissar, wird auf der Fahrt zu seiner Ehefrau von einer Lawine überrascht. Er kann sich in ein riesiges Anwesen in den Bergen retten, welches sich als Mädcheninternat mit dem Namen Hügelblick entpuppt. Er findet in dem Internat Unterschlupf vor der Naturgewalt, doch leider trifft er dort auch auf etwas, was er hinter sich lassen wollte. Hans Berg hatte gehofft, Verbrechen und Tod zu den Akten zu legen, wird jedoch auf eine andere Art mit seinem alten Beruf konfrontiert, sprich, es findet ein Mord statt. So, und wenn euch das bekannt vorkommt, das ist exakt der gleiche Text, der auch hier hinten drauf steht. Ja, das ist also 1 und 2. Da merkt man schon, es ist eine Fortsetzungsgeschichte, die aufeinander aufbaut. Das heißt, hier bekommt ihr quasi die Einleitung, wie der Hans Berg zu diesem Internat kommt. Und hier wird dann dieser Fall geklärt. So. Jetzt muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich hatte dieses Hörspiel gehört und da habe ich mit dem Thomas Plum, also dem Autor und Regisseur des Hörspiels, kurz kommuniziert, weil ich hatte so eine Ahnung, wie die ganze Geschichte ausgeht. Die war ein bisschen fantastisch, muss man sagen. Ich bin ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja. Und er hat dann gelacht und sagte, ja, du wirst es sehen. Und ich dachte, ah, das wird cool, das wird cool, das wird, ja, aber ich muss sagen, das Hörspiel hat mich auf zwei Arten enttäuscht. Zum einen lagen hier zwei Beutel Tee für mich dabei, die ich sehr genossen habe und hier jetzt nicht, noch nicht mal Hagebuttentee. Ja, und dieser feine Earl Grey, der beim ersten dabei war, schon gar nicht. Gut, okay, ich bin nicht bestechlich, ist mir egal, dann gibt es eben keinen Tee. Beziehungsweise, ich kann mir selber Tee kaufen. So, und was mich hier auch noch enttäuscht hat, enttäuscht ist ein großes Wort, will ich jetzt auch, also was mich hier nicht enttäuscht, aber was mich hier ein bisschen gefuchst hat, ist, dass meine Vermutung überhaupt gar nicht
mit dem übereinstimmt. Nein, es ist ein tatsächlich sehr konventionelles Kriminalhörspiel mit einer Auflösung, die zwar einige Twists mit drin hat, die ein paar Überraschungen bereithält, aber letzten Endes, es ist ein konventionelles Kriminalhörspiel mit einer logischen Auflösung. Wie langweilig. Aber, ja, was heißt langweilig? Also für mich, der etwas Übernatürliches mit Geistern und Dämonen erwartet hatte. Naja, abgesehen davon ist die Inszenierung hier wieder ganz toll, aber die Geschichte ist wirklich, wirklich toll, super toll, toll. Wie oft sage ich eigentlich toll hier? Also die Geschichte ist gut. Sie ist konventionell, wie gerade gesagt, aber sie ist logisch, sie ist in sich schlüssig, hat einige Überraschungen drin und deswegen für Krimi-Fans absolut perfekt. Muss man sagen. Es hat also so ein bisschen so diesen Agathe Christie-Stil. Auch wie der Hans Berg da die Leute interviewt oder befragt, wie er dann anfängt zu ermitteln. Das hat mich sehr an Hercule Poirot erinnert, wie er halt die richtigen Fragen stellt, die Leute auch so ein bisschen in die Ecke drängt, ein bisschen um die Ecke fragt. Hat mir sehr gut gefallen. Die Auflösung zum Schluss ebenfalls gut. Wirklich, wirklich gut. Also für ein Kriminalhörspiel ganz toll. Aber mir hätte es gefallen, wenn sie wirklich mit Geistern. Aber weg davon, weg davon, weg davon, hat damit ja gar nichts zu tun. So, kehren wir nochmal zurück zur Inszenierung. Die ist ebenfalls ganz toll gelungen. Und das ist deswegen nochmal wichtig zu erwähnen, weil das letzte Hörspiel, das von Wolfie Office veröffentlicht wurde, das war Berlin, Ich hasse dich, habe ich euch letzte Woche hier vorgestellt. Das war ja eher, wie sage ich's? War nicht, das war, hat man gar nichts. Hier zeigt Wolfie Office wieder seine wahre Stärke, eine tolle Inszenierung, großartige Musik, die hat sowas Giallo-mäßiges. Das ist die gleiche Musik, die auch schon hier drin war, die war richtig toll. Ihr könnt die auch im Trailer hören, die klang toll, die war super, die hat einen direkt in die richtige Stimmung gebracht. Und die ganzen Geräuscheffekte ebenfalls, passt alles, wie man so schön sagt, Arsch auf Eimer, ist richtig toll. Und dann haben wir auch die Sprecher, ebenfalls großartig und trotzdem auch ein klein bisschen traurig. Das muss einfach an dieser Stelle auch erwähnt werden. Die Hauptrolle spricht Eckhard Belle. Das ist ein bekannter Synchronsprecher, der auch in der letzten Zeit viel mit Wolfie zusammengearbeitet hat. Und der ist kurz nach den, jetzt hätte ich fast Dreharbeiten, kurz nach den Tonaufnahmen leider komplett überraschend verstorben. Und was ich schön finde, man hat hier im Booklet auch noch ein Bild mit reingebastelt von der ganzen Crew hier in der Mitte, das ist er. Und ja, man merkt halt auch, dass da mehr als nur eine Arbeitsbeziehung war, dass da wirklich Freundschaft entstanden ist. Man merkt das. Wolfie Office ist ja auch ein relativ kleines Label, ein relativ familiäres Label, möchte ich sagen. Und man verwächst auch so ein bisschen mit den Sprechern. Und ich denke, das ist einfach dann sehr, sehr tragisch, wenn sowas Schlimmes passiert. Es ist immer tragisch, wenn sowas Schlimmes passiert. Und in dem Fall hier fand ich das einfach, ja, es ist schön, ihn nochmal zu hören. Aber man hört es dann trotzdem mit so einer gewissen Melancholie. Und naja, gut. Was soll ich da jetzt auch groß zu sagen? Also Eckhard Belle liefert hier wieder perfekt ab. Leider zum letzten Mal. Am Schluss gibt es dann nochmal ein kurzes Nachwort von ihm. Ich weiß nicht, ob das nach den Tonaufnahmen, ja klar ist das nach den Tonaufnahmen gemacht worden. Er sagt dann nochmal so ganz kurz, wie viel Freude es ihm gemacht hat, mit denen zu arbeiten, wie sehr man ihn getriezt hat und so. Und das ist schon sehr persönlich, hat mir persönlich dann auch gut gefallen. So, jetzt kommen wir nochmal zu den knallharten Eckdaten. Wie gesagt, das Hörspiel erschien letzten Freitag, ist empfohlen ab 13 Jahren, empfohlen, weil es gibt ja hier keine Prüfung wie bei Filmen, bei der FSK. 13 Jahre halte ich auch für angemessen, weil es ist nicht irgendwie brutal oder so, aber ich denke, dass Jüngere da einfach vielleicht auch ein bisschen überfordert sein könnten, weil es ist doch schon ein bisschen komplex mit dem Kriminalfall. Man sollte der Sache folgen können. Drogen und Sex sind auch dabei, aber das ist ja auch nicht wichtig. So, angegeben ist die Spielzeit mit 65 Minuten. Das ist aber das reine Hörspiel. Am Schluss gibt es dann noch ein Soundtrack, ein Song. Auch das hat Wolfie Office mittlerweile sehr gerne in seinen Hörspielen, dass am Schluss nochmal ein toller Song
gespielt wird. Finde ich persönlich ist auch ein kleines Highlight von den Wolfie-Office-Produktionen und hier ist das nicht anders. Also alles in allem eine runde Sache, die ich so absolut empfehlen kann. Also die anderen Sprecher, ja, jetzt bin ich so über Iker Belle. Nein, hier sind ja auch noch andere Sprecher dabei, die stehen alle unten in der Infobox. Ich kann es hier wirklich ganz schlecht lesen und ich habe es mir jetzt auch nicht nochmal separat aufgeschrieben. Die Henrike Tönnes ist dabei, Volkram Zische, Sarah Wegner, Saskia Heisch, Angelika Dschuka, Tom Steinbrecher hat auch mitgesprochen. Das ist der, der auch hier Sounddesign und Musik beigesteuert hat. Thomas Plum hat auch, also der Autor und Regisseur, hat auch einen kleinen Cameo-Auftritt. Alles in allem großartiger Sprechercast, der hier auch wieder richtig gut ist. Ja, also teilweise waren die ja auch bei Berlin. Ich hasse dich dabei. Und da hat es mir nicht gefallen. Da sieht man, dass es auch zu einem Großteil an der Regie liegt, wie gut oder wie schlecht Sprecher arbeiten oder auch Schauspieler. Ja, und hier merkt man das richtig. Gut, nicht jede Betonung ist hier, wirkt es auch manchmal ein bisschen gestelzt, ein bisschen abgelesen, aber wirklich nur ein kleines bisschen hier fehlt. Also es hätte mir, gerade in den Interviews, hätte man vielleicht ein bisschen schnoddriger sein können, aber auf der anderen Seite hätte ich dann wahrscheinlich bemängelt, dass das Ganze zu gewollt cool-lässig rüberkommt. Also wenn man was zum Schimpfen haben will, findet man auch was zum Schimpfen und wenn nicht, dann nicht. Und ich muss sagen, im Allgemeinen finde ich hier wenig bis gar nichts zum Schimpfen. Bis auf hier, das sieht man, das kann man wirklich nicht gut lesen. Und der Tee fehlt. Weil wie gesagt, egal. Na, also macht euch ein Tässchen Tee oder zwei, Hagebutten nicht unbedingt, und dann holt euch die beiden Hörspiele ins Haus. Stellt die, wie mache ich das jetzt? Ach, jetzt habe ich zugemacht. Und dann könnt ihr euch diese beiden Hörspiele hintereinander weg anhören. Dann habt ihr einen abendfüllenden, also auf Spielfilmlänge laufendes Hörspiel, das wirklich sehr gelungen ist. Und für Krimi-Fans ist das Blaue Herz von Thomas Plum einfach hervorragend geeignet, wenn ihr keine Geister erwartet. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Hörspiel hat mir jedenfalls gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Am Freitag gibt es vielleicht eine kleine Ankündigung. Ich weiß es noch nicht, ich habe da sowas, aber ihr werdet es ja hören, es ist was Fantastisches, wirklich was ganz Tolles. Und bis dahin sage ich einfach nur, bleibt gesund, bleibt geil und man sieht sich. Euer Michael Speyer.